Hallo und willkommen zurück zu Wasteland 3. Wir sind hier bei den Flüchtlingsschleusern, werden gegen die aber jetzt mal nicht kämpfen. Ich hatte schon vor einigen Teilen im Forum mal gefragt, wie das denn ist mit Wiederbeleben und da kam halt keine wirkliche Antwort zu. Initiation tonight at the chapel. Bring your chanclas. Puta madre is gonna suffer tonight. Arriba los payasos. Viva el payaso rojo. Ja, da hatte ich jetzt aber nochmal nachgehakt und da meinte halt auch jemand anders, dass der Doktor in der Basis wohl nicht funktioniert. Aber... This is DJ RIP bringing you your daily dose of monster movie facts. Did you know that the movie Escape from Psycho Prison was filmed right here in Colorado at the old Supermax Prison? Oh, it's true! Aber hier in der Gegend soll es wohl einen anderen Doktor geben und damit kann man Charaktere wiederbeleben. So, wir haben das hier als Eingang. Da dürfen wir wahrscheinlich nicht rein. Monster Armee. Vielleicht können wir auch einfach jemanden überreden, was er uns reinlässt. Als ihr euch dem Anhänger nähert, rauscht es leise aus dem darauf montierten Lautsprecher. Lamb stands at the door. What sacrifice do they bring to the door of monsters? Wir wollen in den Bizarre. Tut uns leid. Hast du Lamm gesagt? Hör auf mit diesem Lamm-Schwachsinn, Kumpel. Wir wollen in den Bizarre. The Lamb speak. You know what? You asked me a straight question. Let's forget about the lamb nonsense. The bazaar lies beneath your feet, covered by decades of snow. The only way in is through the gate beneath this RV. The only people who can open this gate, we, the Monster Army. Ja, so weit sind wir. If you want to get in here, you need to do one of two things. Buy an entrance pass, or get an established bazaar merchant to vouch for you. Sometimes we let Colorado's most famous in. But it's been years since such an exception was made. Weiß es denn nicht, wer wir sind? Wir sind die Ranger. That's nice. Doesn't mean shit to me, but I'm happy for you. Sehr gut. Wie teuer ist ein Eintrittsticket? More than it should, honestly. But that's what happens when one party has a monopoly on supply. Sorry. Anyway. $500? Alles klar, in Ordnung. Wir wollen ein Eintrittsticket hier. Was, wenn wir kein Ticket wollen? Then you don't come in. This door is controlled from the inside, so you're stuck out there until you get your pass. Wir haben hier in der Nähe Banditen in Clownskostümen gesehen. Holy crap, for real? That's some fucked up shit. But don't worry, the Monster Army can keep you safe. All you need is an entrance pass. Auf Wiedersehen. Stay warm. Na gut. Ein Behälter. Ah, Bizarre wird angegriffen. Dieses Band stammt aus der Zeit des Krieges zwischen den Patriarchen und der Monsterarmee vor vielen Jahrzehnten. Listen up, Masters. The next son of a bitch who says we're losing this war gets strung up by his nuts. You hear me? Doesn't matter how much territory we've lost. There's only one way inside the mall. As long as we control it, Buchanan can't touch us. He can sit out there with his army and pound snow for all I care. All we gotta do is hold out. The lamb and the wolf got different needs. Sooner or later, Buchanan will have to negotiate. And then we'll have him right where we fucking want him. Also ja, unten anscheinend auch eine gute Versorgung. Of Colorado Springs will look like this.
Zitate von Manners. Ausgewählte Lesungen aus dem Buch der widerlich korrekten Manieren. The Book of Nauseatingly Correct Manners, Chapter 1. On the Proper Use of Etiquette. It is a common misconception that etiquette exists as a means of affirming one's social status at the expense of the uninitiated. That is, it serves as a barrier to keep the uncivilized apart from their betters. Of course, nothing could be further from the truth. Etiquette and proper manners are the glue that binds civilized society together, and it is the duty of civilized persons to educate the less fortunate for the betterment of all. Proper etiquette, gentle reader, is the balm that soothes the savage beast. Mhm. Da haben wir jedenfalls einen Händler. You'd think with all these people waiting to get in, the bazaar would be amazing. You'd think. You promised to buy me a new coat when we get inside, remember? Wer bist du? Achso, das war der von eben. Von vorher, vom Eingang. Seid gegrüßt. Wir haben unweit von hier Lager von verrückten Clown-Banditen gefunden. Truly. Wonders never cease. I'm no local, so I don't know much about these crazy clowns. Perhaps they're a known pest. I'd recommend speaking to our dear leader, Jacob Martin, once you get inside. Hm, hast du was zu verkaufen? But of course. Hm. Oh. Tauschhandel plus 1, Wahrnehmung plus 2. Ach was, vornehme optische Gläser für einen vornehmen Ranger. Mhm. Hm. Das ist schon ziemlich guter Bonus. Dann. Oh, dann kaufe ich das doch. Ja. Ist das kristallklar? Diese großartigen Tabletten entfernen sofort jegliche durch Drogenmissbrauch erlittenen negativen Effekte, außer der Scham. Hier ist aber leider kein. Eliminiert die Effekte von Strahlung und alle simplen Mutationen. No Glow. Ah ja. Naja, gut, das brauchen wir nicht. Nitro-Stachel. Das war das, glaube ich, zum Wiederbeleben. Ja. Es kostet 139. Ja, das muss ja eigentlich nicht sein. Ach, das war ja auch die... okay, das ist nicht so super. Oder der nimmt das mit der Wahrnehmung. Wahrnehmung 2, Tauschhandel 1. Weil die hatte ja jetzt Tauschhandel schon ziemlich gut ausgebaut. Aber damit würde sie halt mehr Überleben haben und ich glaube, Tauschhandel bringt da jetzt nicht mehr so viel. Ne, hier harter Hund bringt dann auch nicht viel. Ja, ich nehme das hier mal, dann haben wir halt eine höhere Wahrnehmung. Statt harter Hund und Tauschhandel ist da eigentlich auch jetzt erstmal nicht so wichtig. Wahrnehmung weiß man halt nicht. Wenn man es verpasst hat, hat man es verpasst. Dann merkt man da eh nichts mehr von. So wird es man halt mitbekommen. Der große Gurn. Wer ist denn der große Gurn? Aha! I see you have come from afar. Well, your travels are amply rewarded. For you have reached the one and only the seer of fortunes and teller of truths, the great Gurn. Oh wow, wirklich? Nie von dir gehört. Wo ist er dann hinter dir? Oh wow, wirklich? Yes,
I know. Your ears can scarce believe what you're seeing. Ah, but it is indeed I, ready to tell your fortunes. Welches Schicksal erwartet uns? Er will dafür über Geld haben. Wahrsager sind Betrüger. Warum bist du nicht in Bizarre? Flab is a cabron who wouldn't recognize talent if it bit him in the belly. He claims the monster army already has some kind of mechanical fortune teller. But how could a machine possibly match my intuition? My gift? My panache? Ja, das weiß ich auch nicht. Welches Schicksal erwartet uns? Wisely chosen. Those who do not prepare for the future are clowns. To begin, you must think of your favorite color. Concentrate solely on the color. Let the color completely fill your mind. Estás ready? Ich habe keine Lieblingsfarbe. Nonsense, you must! Fine then, think of any color you like. Just let it fill your mind. Okay, bereit. I see an ocean of waves. Your color is blue. Das ist die falsche Farbe. Apologies. I was impatient. Now I see you're riding the waves toward the warmth of a red sun. It must be so. Red is the color you are thinking. Das kannst du aber nicht besonders gut. Of course, the story is not done. It's not blue waves you are riding, it's blue ice. And the red sun, it is not you that moves toward it. It's the red flames that fly towards you. But then there is peace, and you are surrounded by trees, many green trees. Green must be the color you were thinking of. Nein, wieder falsch. Relate. It is not your fault. With time comes knowledge, and with knowledge comes clarity. I must know more before we can continue. Tell me, what is it that brought you to these lands? Der Patriarch hat uns die Ressourcen versprochen, damit wir die anderen Ranger in Arizona retten können. Wir wollen die Kontrolle über Colorado übernehmen. Na, sagen wir das. Ah, the most noble of sentiments. The image begins to grow clearer. Now I must know, for what purpose have you come to the bazaar? Wir sind hier, weil wir ein Flüchtlingsproblem klären wollen. Yes, fascinating. It's all coming together now. Listen carefully, for the fortune I tell you may very well save your lives and the lives of many. Your noble intent will drive you into great danger, but also great opportunity. Ride the three-headed goat. Your problem just became your stepping stone. Seize the moment. Ah, yes. A vision becomes clearer now. Eine dreiköpfige Ziege sollen wir reiten. I see you surrounded by friends, but not all are true friends. Friends to be trusted. Now I see you gaze upon a woman in red. She turns to you, and red begins spreading in all directions. That is where my vision ends. That is all I can see. Your path is hard, Mamons. The fates have spoken to me. I must give you this key. May it be of no use. Danke für den Schlüssel. Wer ist Flab? Flab is the leader of the monster army and has been for many decades, growing fat and slothful all the while. Auf Wiedersehen. Beware her, clad in red.
Schlafsäcke bieten eine platzsparende Methode für Hoffnungsvolle, um ihre Zeit im Lager zu verbringen, während sie sich ihren Weg in den Bizarre verdienen. Hoffnungsvoller heißen sie. Mhm. Paris Händler. Hi. Hey there. Hi. Yeah. I'm Paris. Trying to get into the bazaar to sell my dyes. Same as you, I imagine. The getting into the bazaar part, not the dyes. Unless you do dyes, which is totally cool by me if you do. Hi. Uh-huh. Weißt du irgendwas zur Flüchtlingssituation? Refugees? Don't know about that. I mean, everyone here looks like they're refugees. Have you seen us? It's cold here. Brr. Try Ananda. He's this really well-dressed guy. Comes out here a lot preaching waistcoats or something. He knows everybody. Was machst du hier? I'm trying to become a licensed merchant in the bazaar. The Monster Army says I gotta make a dye the exact color of blood, which is hard, because everyone's got an opinion, but no one can agree on the hue. Hey, you wouldn't happen to know anything about dyes, huh? It'd be just peaches if you could help. I could even pay you, a little at least. My dye table is right over there. Aha, was will die Monsterarmee denn mit einem blutroten Farbstoff? Decoration, I suppose. Or, I don't know, really. I didn't think to ask, to be honest. Ist auch nicht die hellste. Was machen die Leute da, die vor dem Bizarre rumhängen? Them? They're hoping someone would sell them an entrance pass or help them get inside. The bazaar's got this code, you see? Unless you're a big shot Flab can't do without, you're not allowed to come in. Anyhow. Erzähl uns mehr über Flab. Flab's the leader of the bazaar. He's a big guy, which is why everyone calls him Flab, you know? It's kind of mean, but Flab doesn't seem to mind, so whatever. I guess. Yeah. Auf Wiedersehen. So okay. Der Tisch vor euch wurde sorgfältig von Paris oder Paris für das Mischen von Chemikalien vorbereitet. Jeder Behälter ist mit den darin enthaltenen Chemikalien gekennzeichnet und es gibt verschiedene Hilfsmittel zum Umfällen und Mischen. Chemikalien für eine neue Farbe mischen. Verrückte Wissenschaft an... Chemikalien für eine neue Farbe mischen. Welche Chemikalie soll zuerst hinzugefügt werden? Ah, das habe ich tatsächlich in einem Buch gesehen. Von dem Tisch zurücktreten. Ich erinnere mich. Robotika. Lesen? Nee. Zur Schminke. So, es gibt vier Grundfarben, die wir machen wollen. Ein leuchtendes Hellblau, ein schönes Indigo, ein schönes Purpur, Alura Rot und zum Abschluss ein dezentes Hellgrün. So, Rot ist 18, 14, 2, 2, 8, 2. Achso, die heißen auch noch. Okay, das sind unterschiedliche. Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Natrium, Sauerstoff, Sulfid. Okay. So, Kohlenstoff 18. Welche Chemikalie soll nachfolgend zugefügt werden? Wasserstoff 14. Stickstoff 2. Natrium 2. Sauerstoff 8. Und Sulfid, also Schwefel 2. Eure Mischung ist fertig. Viel Glück!
den Mixer anstellen. Die Chemikalien reagieren aufeinander, der Prozess dauert unendlich lange, aber schließlich ergibt die Mischung einen wunderschönen purpurroten Farbstoff, genau den blutroten Farbstoff, den Paris gesucht hat. What did you do? Oh, days! This is perfect! Thank you, thank you! That means I get to be a bona fide bizarre merchant now, right, Mr. Masher? Yeah, that dye looks great. Welcome to the bazaar, Paris. I'll let the doorman know you're clear, and he'll give you a pass. Thanks so much for your help. I know it's not much, but here's a little something. Oh, and that means I could vouch for someone now. Hey, if you're looking to get into the bazaar, just tell them that Paris Handler says you're okay. They'll let you in just like that. Okay. So long. Na, das war dann mal einfach. Werkzeugkiste. Da haben wir weitere Schneebälle. Brauchen wir nicht noch mehr. 6 Finger, Larry. Und Polly. Aber wir brauchen halt nicht noch mehr Viecher. Larrys Jäger. Howdy, strangers. Name Six-Fingered Larry, Hunter. Though, it seems you find me plumb out of wares. Der Papagei neben ihm kreischt schrecklich. Er ignoriert den Vogel bewusst. Das ist ein interessant aussehender Papagei. Ist er zu verkaufen? Him? You don't want him. Barrett's got a bit of an attitude problem. Tried to peck his way through a kid's skull the other week. If you insist, though, you'll have to talk to Polly yourself, because I got no say in what he's gonna do. Wir wollen Polly kaufen. Können wir mit ihm reden? Warum nennen sie dich Sechsfinger, Larry? Who knows? I've only got 5 fingers on each hand. Same as anyone else. Sechsfinger, Larry hebt beide Hände und lächelt schief. Maybe it's got something to do with the fact I'm good with my hands. I'm not the sort who'd kiss and tell, though. Weiß etwas über eine Gruppe von Schmugglern, die Flüchtlinge durch dieses Gebiet bringt. Only that they make more money than I do. Bastards. But to answer your question... Nah, I'm an honest businessman. I don't waste my time with criminals. Why don't you try the Manorite? Yeah, the one with the suit. He knows all about the local lowlife. Wir hatten gehofft, wir könnten dir ein paar Fragen zum Bazaar stellen. I'm no local, but ask me anything you want. I'll see if I can be useful. Wir wollen den Bazaar. Kannst du dich für uns verbürgen? Me? Nah, I don't got the bona fides. Wer ist hier verantwortlich? That'd be Flab the Inhaler. He leads what's left of the Monster Army, after the Patriarch gutted their ranks. As far as dictators go, he's actually not half bad. Was sollten wir über diesen Ort wissen? The Bazaar? It used to be something else. Now, it's just old and fat, wheezing through its last days. Easy pickings. Besprechen wir andere Themen. What's on your mind? Okay. Be seeing you. Dann reden wir mal mit dem über Polly. Aber eigentlich will ich die halt nicht. Wir wollen Polly kaufen. Können wir mit ihm reden? All right. It's your funeral. Hey, Polly. You hear that, old buddy? These fine folks would like to adopt you. How's that sound? Larry, my buddy, my pal. Come closer. I'll show you how it sounds to me. Als Larry sich nähert, beißt Polly ihm fest in die Nase. Oh, shit! Damn it! That's how it fucking sounds to me, Larry! Sounds like some fucking bullshit! Wasting your time with this asshole! Talk to Polly, talk to Polly! Polly, willst du einen Cracker? Polly wants you to gag on weak-old shit leaking from a dead guy's ass! Piss off, Schitzmere, piss off! Listen, shit for brains! Someone has to stick around to make Larry's life miserable! That's my job! I love that job! You hear that, Larry? Fuck you! Hättest du nicht mehr Spaß daran, durch Colorado zu reisen und alle unglücklich zu machen? Du willst doch nicht, dass die Leute glauben, du wärst Larrys Eigentum, oder? Komm mit und wir dein ebenbürtiger Partner. Scheinbar seid ihr voneinander abhängig, Larry und du. Seems like someone opened up your skull and took a massive dump! Paul
Polly doesn't need that festering, feces-drenched piece of garbage! Fuck that! Hey, Larry, I'm leaving! These assholes will pay for my freedom. Am I right, assholes? Huh? All right. He's yours if you pay the price. This sounds about fair, don't you think? Tauschhandel, lässt ihn wirklich so viel Geld mit dir verdienen, Polly? Hell no! Hey, jizz for brains, Larry! Give them a discount or I'll fill your pie hole with parrot piss while you sleep. Give me a second. I'm trying here. All right. That price was a little high. How about this? Okay, angreifen. Wir melden uns später. Ich glaube, der tauscht man einen aus. 150 ist es bitte sehr. Yeah, something's not right with you. But you have my respect. Enjoy the parrot and let me know if you need anything else. Yes, finally free at last. Larry, you shit flake. At last I can tell you with complete sincerity. Okay, Major Tomcat ist aber immer noch dabei. Dann haben wir noch einen zusätzlichen Kämpfer dabei. Okay. Mal gucken, was er noch so zu sagen hat. Okay, wir könnten ja jetzt... Der kommt auch noch mit, okay. Aha, verbranntes Buch. Ne, nicht. Hier ist die Karte zu Ende. Ja, dann könnten wir da jetzt rein. Mit unserem Zoo. Paris Handler verbirgt sich für uns. Paris who? Oh, right, the Die Lady. Well, she made it in, and I guess that means you get a pass. Honestly, no one pays me enough to give a crap. Ein Ticket springt aus einer pneumatischen Röhre. Right. In you come. Behave yourselves, my little lambs. Mhm. Innenbereich. Dann schauen wir mal. Einen Drink gefällig? Besuche Finn in der Concourse Bar direkt neben Masatos Nudelladen. Are we under attack? No, I'm sure we're not under attack. Fuck. I swear, I only opened the Warren's gate for 1 second and that fucking pig bolted by me. Don't worry, folks. The bazaar is secure. Move along, everyone. Ah, new visitors. Don't fret. Come and hear about the marvels of the bazaar. Dieser Mann trägt dasselbe Outfit wie die Wachen draußen, eine Wolfsmaske und eine Letterman-Jacke. Als er näher kommt, bemerkt ihr, dass das Outfit alt und abgetragen aussieht, im Laufe der Jahre oft geflickt. Fresh lambs, esteemed guests. The door guard informed me you were coming. You are most welcome to all the delicacies and pleasures the bazaar has on offer, provided you have the coin.
I hope you're not shaken by this disturbance. It is a minor matter, I assure you. Your shopping experience should be nothing short of completely safe. Was zur Hölle war das für eine Explosion? Please, please, lower your voice. I don't know, okay? Someone's been strapping explosives to real pigs. Real pigs, made up with real lipstick, real eyeshadow. I guess it's some asshole's idea of a prank. You'll find stairs to the upper level in the back. They will take you to our esteemed leader, Flab. Talk to him if you want to know more. Anhang hinzugefügt. Wir haben den Außenbereich erkundet und ein Lager von Banditen gefunden, die sich als Clowns verkleidet haben. Really? Dressed as clowns, you say? That sounds like Los Payasos. But there's no way those crazy fucks are out here. I suggest you talk to Flab about this. You can find him in the back, up the stairs. Welche Art Läden habt ihr hier? We have all kinds. All kinds indeed. Pischetelli sells weapons to any weary pilgrim. Gwyn Talbot is your woman if you need protective gear. Dr. Coldcuts can sell you medical supplies or see to your health needs. Und der kann dann wahrscheinlich auch meine kaputten wiederbeleben. And in the central area you'll find the Fountain Bar. A good place to kick back with a drink and some of Masato's delicious pork. Wo können wir hingehen, um etwas Spaß zu haben? Depends on your definition of fun. I'd recommend talking to Eidolon. She and her pals really know how to party. But if you're a more cerebral type, check out Querex's museum in the back. Würdest du uns etwas über die Einrichtungen erzählen? The bazaar's a bazaar unlike any other, piglets. You want it? We have it. No meat is too exotic. No luxury is too fantastic. If you can afford them, they're yours. Duschen? Yes. Actually, no, sorry. They were buried in a recent snow tunnel collapse in the Warrens. Ein Ort zum Schlafen? We're all full up. 5 Frühvorstellungen? Sorry, our projector broke years ago. Gladiatoren-Todeskämpfe? perhaps in our older days, that chapter of the Monster Army book is closed. Sorry. Lass uns über etwas anderes reden. I mean happy to. Und das war's. Danke, wir sehen uns mal um. Enjoy your visit. Dann werden wir mal unseren Zoo hier ein bisschen spazieren führen. Guns sanctified with blood. Blood sanctified by guns. Muss mal ganz kurz einen Schnitt machen. Und da sind wir wieder. Es hatte im Übrigen auch, ich weiß gar nicht, ob man das hier sehen kann, ne. Es hatte im Übrigen auch einen Patch gegeben und der hat das Auswechseln der Charaktere, glaube ich, behoben, dass das die Skills zerschießt. Aber der Skill selber, dieses Steigern ist, glaube ich, immer noch kaputt. Dann reden wir mal mit Pischetelli. Der Körper der Frau ist von Narben entstanden durch Verätzungen und Granatsplitter übersät. Ihre Augen sind vernarbt und blind, dennoch wendet sie sich zu euch zu, als ihr näher kommt. Heartbeats that I don't recognize. Come closer, strangers. The sanctified Pischetelli crafts weapons of all sorts for those in need. And she can read that you are very much in need. Anforderung nicht erfüllt. Diese Narben, hast du sie bei einer Arbeit mit den Waffen zugezogen? Have you ever loved something so deeply that it gouges loose all the fears you might have possessed? If so, you would know what these scars are. Benediction. Sanctification. Sag mal, was du verkaufst. Certainly. Okay, dann muss ich mir das aber auch mal aufschreiben. Bizarre unten
Piscitelli. Und die hat Waffen modifizieren 6. Okay. Was haben wir denn hier? Automatische Schrotflinte. Phasenblaster, ein Revolver. Maschinenpistole, 5 automatische Waffen, 5 schwere Waffen, 6 Handfeuerwaffen. Okay, das geht auf jeden Fall schon ein bisschen höher. Ah, hier, verrückte Wissenschaft, das ist ein Raketenwerfer. Mesonenkanone. Munitionsart, aber Energiezellen. Aha. Die Ladung der Mesonenpartikel dieser Kanone sollte sich durch Schichten von Fahrzeugpanzerung schmelzen. Ich weiß gar nicht. Verrückte Wissenschaft. Er hatte 4. Aber das wäre dann natürlich eine Option. Oder ich warte noch, bis ich was finde. Flammenwerfer, schwere Waffen. Eine Sniper hatten wir jetzt hier nicht. Nö. Automatische Waffen. 12 bis 15. Schaden mal 8. Ja, ist halt doppelt so viel. Also mehr als doppelt so viel Schuss müsste man halt ausrechnen. 80. 96. Und das hier sind... Nee, gar nicht wahr. 11 ist der Schnitt, also 88. Und das hier sind im Schnitt 19 mal 3, 57. Der hat automatische Waffen 5. Aber das SWAT-Gewehr ist wahrscheinlich auch schon nicht verkehrt. Na, da haben wir doch ein Scharfschützengewehr. Benötigt 6 Scharfschützengewehre. Und das Ding macht mal ordentlich Aua. Roter Drache. Okay, dann sollte ich vielleicht doch mal die Waffen ausbessern, damit ich mir hier auch direkt ein paar gute Sachen holen kann. Und hier verrückte Wissenschaft wäre natürlich da auch ganz nett. Damit der mal eine gescheite Waffe nehmen kann. Gegenkraftgewichte. Ja, da gibt es auf jeden Fall eine Menge gutes Zeug. 2100, also viel kann man natürlich dann auch nicht kaufen, aber... Ja, und vielleicht mit Waffenmod, dass man da auch noch den Preis reduzieren kann. Da brauchte man aber 6 für. Die habe ich hier nicht. Da müssten wir noch 2 Stufen aufsteigen. Submachine gun or assault rifle? I can't decide. Assault rifle, no question. Sorry, we'll be done in just a minute. Talk to our boss if you're here to help. You hear the stories about the killer clown? They say he eats kids. Asshole! Yeah, you know. Know clowns give How me the can creeps. I contain all this sexiness? Let's not split. Not that the bazaar's not here. Perfectly safe, this but is the man you want. Well, just you know, just to talk to Flat. You hungry? We could grab some pork bun. Hot noodles. Als ihr auf ihn zugeht, huscht sein Blick über jedes Mitglied eures Teams, als würde er beurteilen, ob ihr eine direkte Bedrohung darstellt oder nicht. Einen Moment später entspannt er sich und berührt die Krempe seines Hutes zu einem leichten Nicken. Howdy, ma'am. Er nickt Lucia zu. Howdy. Always good to see you, Wesson.
Er wendet sich wieder nickend euch zu. Hast du irgendetwas zu verkaufen? Just my services as a caravan master. I organize caravans to get people, goods and livestock from one place to another. But I don't sell goods myself. These lands near Colorado Springs are pretty safe. But still lots of people need help getting around. Especially if you want to range further than that. Kannst du uns irgendetwas über Colorado erzählen? Thanks to the Patriarch, this stretch of land from Denver in the north to Steel Town in the south is pretty safe to travel. You'll find richer opportunities the further you venture out. But it'll also come with more risks. I could tell you more, but truth be told, the only way to know the land is to travel it. You look well equipped and competent. Just head out and see what you can learn. Hm. So long. Den muss man also später nochmal für eine Quest anreden, sag ich mal. You're up, Barkeep. I'll tell you when to quit. Der Mann vor euch bewegt sich so schnell, dass er im Grunde nur eine verschwommene Gestalt ist, während er von einem Topf auf seinem Herd zum nächsten springt. Einen rührt er um, den anderen schmeckt er ab. So wie er ihn auf ihn zugeht, hört er auf zu kochen, um euch seine ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. My friend, you saw that explosion too? Horrible! Such a waste of good pork. And human life, of course. But don't worry, Masato is here to offer aid and succor. Have you seen anything this delicious? Er hält euch eine dampfende Schüssel, die bis zum Rand mit einer Art Nudeln gefüllt ist, vor die Nase. Das sieht fantastisch aus. Dürfen wir? Yes, yes. Be my guest. After enjoying this bowl, know that my store is open to you. I have a variety of goods that you may find useful. Er gibt euch die Schüssel, in der Nudeln und Schweinefleisch sind. Sättigend und wirklich lecker. Er sieht euch beim Essen zu und grinst hoffnungsvoll. A man who never eats pork is never a whole man. But I have to tell you, my friends, these noodles are a pale imitation of the real thing. The great pre-war delicacy. The rarest of rare magics. Instant ramen noodles. I hope one day I will perfect my recipe to recreate them. But enough about me. How can I be of service? Und du suchst also nach Instant Ramen Nudeln? Ah, you picked up on my subtle hint. Years ago, a friend in Colorado Springs gave me a package of instant ramen noodles that he had found in the Warrens underneath the bazaar. The experience changed my life forever, and I moved here in hopes of finding more. Der Koch beginnt zu zittern. Verzweiflung spiegelt sich in seinem Gesicht wieder, als er eine übliche, lebhafte Gelassenheit verliert. The Warrens aren't safe. I can't venture down there. But you must understand. It is as if my body is made of ramen. If you go down in the Warrens, please keep your eyes open for this rare delicacy. Das Ranger-Haku könnte einen Koch wie dich gebrauchen. Oh, how interesting. You mean a permanent position? A full kitchen of my own? My friends, that is quite the offer you're making me. You have my interest for sure. But as I explained to you, I'm here for a reason. Bring me the ramen noodles and I'll gladly join you at your HQ. Okay, kannst du etwas über die Bewohner der Bazaar erzählen? There have been a lot of troubles of late. People disappearing, showing up dead. And now this exploding pig! Can you believe that? I've heard of you guys. I know you can help. May I suggest you talk to the guy in charge, Flab? You can find him upstairs. Kannst du uns noch mehr über die Bewohner der Bazaar erzählen? Eidolon is relatively new to this place. She showed up not long after I did. Her business model is interesting. Not sure how she actually makes money, though. Können wir denn Waren sehen? Naturally. My store is always open to you, my friends. Pfanngerührtes Schweinefleisch. Brötchen mit Schweinefleisch. Okay. Was ist das? Kampfstim. Na gut. Alfredo Garcia. Hola, amigos.
Como Fill her up, Barkeep. I'll tell you, Indic. Bottoms up. Hey, pals. Finn is the name. If you need a drink, you've come to the right place. If you got questions, well, I suppose that's okay, too. Hast du das Schwein explodieren sehen? Between you and me, I've been partaking in some taste tests during my shift, so everything is a little blurry at the moment. I did hear a loud boom, but I figured it was just a thunderstorm. Was kannst du über diesen Ort erzählen? Not much. I'm pretty new. Just started a week ago. Rumor has it the old bartender mysteriously vanished into thin air. Anyway, this place is something for everyone. Guns, armor, food, meds, entertainment, and most importantly, booze! If you're here to work for Flab, then he might be able to tell you more. One thing's for sure, there's something weird going on here. Was kannst du uns über Flab erzählen? Flab the Inhaler is the man who is large and in charge of the bazaar. And I ain't kidding you when I say large. From what I've seen, he's always in his office, just up the stairs. Was hast du mit etwas Seltsames gemeint? I don't know. I suppose everyone's on edge, you know? They're all putting on brave faces like things are normal, but I can tell something is wrong. Just don't know quite what. Ich nehme einen Drink. Only the finest drinks on earth. Na, okay, und kaufen. Ja, wollen wir nicht. Mit dem hat man geredet. Long John. Der hat eine Maske auf. Obwohl sie in schmutzige Stoffe, die nicht zusammenpassen, gewickelt sein mag, ist diese Gestalt eindeutig alles andere als menschlich. Bei eurer Annäherung richtet sie sich mit einem Knarren verrosteter Zahnräder auf und drückt sich eine Hand auf die Nixon-Maske auf ihrem Gesicht. Ah ja, also vielleicht aus dem Museum, dass das der andere Synth war. As I live and eat cherry pie, more of my fellow humans in the bazaar. You make yourself welcome now, you hear? Er kratzt sich hinter dem Plastikohr seiner Maske. Sein Hemd verrutscht und enthüllt eine Spulenvorrichtung auf seiner Brust. Ein beeindruckend aussehendes Stück Technologie. Fellow humans? Erzähl uns mehr über dich. Gosh and apple pies, you put me in a spot. Let's see, my name is Long John and I'm old as dirt. I've traveled a little, but nowhere interesting. Now I'm here in the bazaar, just to see what life has to offer. Make friends. Wasn't something that I got to do when I was younger, what with my job and all. There was no time to make friends, none at all. But I'm making up for it. I know everyone in the bazaar and they know me. Erzähl uns mehr über deine Reisen. I'll tell you youngins what I can. Despite the fact I'm old as the mountains, figuratively speaking, that is. Humans rarely live past 70, and I'm just about ready to expire. I don't know everything, you hear? Even though I've walked all the way from Denver to Steel Town and back again. Kennst du irgendwelche Geschichten über Colorado Springs? Colorado Springs? That's an all right place. A little uptight, but that's what you get from having all of the 100 families there. I like the scientists and engineers, though. Real clever kids. Warst du schon mal auf den Ebenen? Nuh-uh. Place like that ain't fit for the lonely traveler. Well, you might be all right. If you do decide to go in that direction, I've heard that it's gotten real dangerous. Was kannst du uns über Steel Town erzählen? Steel Town? That place is an industrial nightmare. Raging fires all around. Melts right through the skin. Gives me the shivers, you hear? Erzähl uns mehr über Denver. Stay away from the city. It's nothing but a corpse these days, and the Gippers, well, they're not a bad lot per se, but I'd be careful around them. If you have to spend some time, I'd personally visit the airport instead. The youngins there are wonderful.
Lass uns über was anderes reden. You kids these days and your limited attention spans. Wie kannst du uns über die was kannst du uns über die Menschen im Bizarre erzählen? Some of it is real private, and some of it probably should be. But you young whippersnappers tell everyone everything. Er tippt sich an die Seite seiner Plastik-Nollnase. Like Pareidolia Jones? He's probably the best damn caravan master in the bazaar. But his business would be better if he knew how to keep his mouth shut. Between you and me, if I was afraid of ducks, I wouldn't tell a soul. Ducks? Vielleicht soll man dem das Quietscheentchen bringen? Also, warum versuchst du zu verbergen, dass du ein Synth bist? Me? A synth? Aren't you adorable? I'm meat and muscle, just like you, Rangers. Shucks, I even have dreams all the time. Technicolor dreams about flying and standing naked in front of people I don't quite know. Synths don't do that. Wir denken immer noch, dass du ein Synth bist. I'm not a synth. Why, just last night I had the most human dream. I was back in high school. There was a trigonometry test. I sat down confident and brash, only to realize I completely forgot to study. Mm-hmm. I also enjoy toasted eggs in the morning. A very human thing. Da ist gerade einer verschwunden. Du weißt schon, dass jeder sehen kann, dass das eine Maske ist, oder? Guck, wir können die Fäden sehen. Oh, you kids in your humor. If the folk in the bazaar really thought I was a synth, wouldn't they have tried to decommission me? Not that I'm afraid of such things. Being the perfectly ordinary human male that I am. zögert. All right, fine. I am a synth. But you can't tell anyone. Aber jeder im Bizarre weiß es bereits. Do they? I'm not sure I believe that. If they knew, wouldn't they have melted me down to scrap by now? People don't like synths, far as I've seen. You're clever ones, and bully to you for figuring out who I am. But let's not talk about it again, okay? The topic puts me on edge. Oh, you clever whippersnappers are trying to fish some secrets out of old Long John. No, no, not today. Naja, okay. So soon? I suppose even good things gotta end sometime. You be safe now, you hear? And come back to see old Long John when you can. Best of luck to you. Wieder ein bisschen viel Dialoge hier. Hot noodles. I can get a silencer for my shotgun. They got friends at Broadmoor. We should visit sometime. We'd have to sign on with the caravan. You think it's safe? We've been here for hours. Oh, my feet are killing me. Da haben wir noch einen. I can't. Oh, these are perfect. Gear here. But they're too small. Self shops here sometimes. Da spielt Musik. Ein Gestank von Tabak und Gerbsäure umgibt diese welke, dunkelhäutige Frau. Ohne den Augenkontakt zu unterbrechen, tauscht sie ihren angefressenen Zigarettenstummel gegen eine frische und zündet sie an, bevor sie spricht. Ah, you look like tough sorts. Patriarch sent you. Whoever you are, we can certainly use your help. Some kind of beastie down in the Warrens or something. Talk to Flab up the stairs. Du bist Talbot? Anstatt zu antworten, nimmt sie einen langen Zug von ihrer Zigarette. Eure Frage scheint sie nicht beeindruckt zu haben. Was verkaufst du? Kind of depends on who's buying. For you? Leather goods, protective gear, armor? Up to you if you want to deflect stabbings or look like a badass. Either way, I have you covered. Können wir deine Waren sehen? That's why I'm here. Ja, taktischer Panzerhelm. Panzerung 4, Panzerung 3, Panzerung 5, Panzerung 6, 4, 5.
Na gut, wieso sollte man was anderes kaufen als das Beste dann? Was haben wir hier? Helm? Na okay, das benötigt 6 Stärke. Das ist natürlich ein guter Grund, wieso man das nicht dann kauft. Rüstungsmods. Kostet 300. Aber das hier kann anscheinend jeder anziehen. Naja, aber da werde ich schon noch was finden. Das zu kaufen macht, glaube ich, jetzt... Na, ich meine, ich könnte theoretisch einen Teil kaufen und dann einen Charakter mit vollstopfen. Wonder if I can get this in black. Paris Sandler. Ah ja, okay. I'm doing great here. Thanks again. Verkaufsautomat. 3 Snickers. Not that the bazaar's not perfectly safe, but well, you know, just talk to Flab. Da kommen wir, glaube ich, her. Guns, yeah. Sanctified with blood. I should get a new scope for my sniper rifle. Guys, sanctified a laser pistol. Oh, I've always wanted one of these. Can you believe that? Now, who are these beauties in my that theater? That weird guy in the fountain? Come, he's staring at come us again. To Adelon. Okay, dann rennen wir hiermit noch. Das schockierende lila Haar und die lächerlich üppige Form dieser Frau heben sie von der durchschnittlichen Ödländerin ab. Sie sieht aus, als wäre sie aus einer anderen Zeit und von einem anderen Ort gekommen. Hey there, Eidolon. You look better every time I see you. How's show business? Ah, Marshal Kwan. As charming as ever. And you brought your most beautiful friends to Adelon's Chick Slicks Theater, I see. Aren't you all a sight for sore eyes, honey lips? Jetzt zeigt ihr Filme? Movies? Oh no, sweetheart. We deal in real flesh and blood shows. Ah, sugar plums. Of all the gin joints in all the towns in all the world, I'm so happy you walked into mine. You look like strapping, helpful hunks. Wouldn't you love to help out our little Adelon? Nee, unbedingt. Was können wir tun, um zu helfen? Ah, oh, my heroes. So here's the rub. The Chicks Flicks Theater shows only the finest, most exclusive performances. But we are running low on material. I'd ask if you were volunteering to be my next star. But we all know I couldn't afford your gorgeous asses. I suppose the next best thing would be getting me some fresh material. Wir werden bezahlt, richtig? Wo würden wir frisches Material bekommen? Wir werden bezahlt, richtig? In any currency you want, baby. Monetary and otherwise. Trust me. Wo würden wir frisches Material bekommen? I know where to find some old movie reels. We've got good tech in here. So between some creative editing and a little bit of improvisation, I can produce our next masterpiece. Wir sind dabei. Wo finden wir diese Filmrollen? So it's easy as a slice of apple pie. The Monster Army used to live in a pre-war luxury bunker. Apparently, their monster outfits were inspired by the movies they watched in there. The bunker has been abandoned for years and years, so it should be simple. And hey, I know any resistance you meet won't be a problem for such beautiful and powerful people. Good luck out there, sweeties. Können wir ein paar Fragen stellen? Anytime, gorgeous. Was kannst du uns über den Bazaar erzählen? The Bazaar? Well, you can get some good eats here. If you like pork. Flap's a bit of a softie,
But he knows the value of money. That'll keep the gears greased. Not to mention my performers. Können wir über deine Darsteller sprechen? They're fantastic. Gorgeous people. Talented. Double-jointed. Incredibly flexible. Incredibly. Trust me, I sampled each of them myself. Was hat es mit dieser Operation auf sich, die du ausführst? This is Chicks Flicks, where nothing is sacred and everything's for adaptation. We take the fantasies of pre-war films by adding some missing venereal elements. The little extra sexy sauce leaves our customers extra satisfied. Lass uns was anderes reden. Yes, please. Let's keep talking, gorgeous. Da ist aber nichts mehr. Auf Wiedersehen. Come back again soon. Those asses are too beautiful to stay gone. Da können wir auch noch hoch. Können wir mit denen reden, oder? Grinst. Tanzt. Grinst. Grinst. Tanzt. Yeah, I know. How can I contain all this sexiness? Let's not split pubic hairs. That weird guy in the fountain, he's staring at us again. Don't make eye contact. Maybe he'll go away. Fountain? Hatten wir erwähnt, aber Simon der Bigfoot, das war der, der mich begrüßt hatte. Hello again, esteemed guests. Da ist aber nichts. Enjoy your visit. Oh, Wegweise für das Einkaufszentrum. Auf diesem Schild steht Erektion und Laden, Sterben, Spielen. Ein sehr frivoler Witzbold hat offensichtlich die Buchstaben verändert. Somebody told me they serve lemonade. Oh, ooh, you know what I want? A horchata. Das ist der Doktor noch. Okay, dann muss ich hier aber auch erstmal einen Schnitt machen. Und dann werden wir hier beim nächsten Mal noch mit dem Doktor reden, nach da oben laufen, mit dem reden und mit allen anderen reden. Mal schauen, was hier noch so ist. Also denn, ja, schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne!